Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, nachdem ihr mich so bombardiert mit Tom, was los bei dir, gibt keine Videos mehr und so, wollte ich mich mal wieder zu Wort melden. Die letzte Zeit war gar nicht mal so einfach zu machen. Die ein oder andere Herausforderung, um den Kopf auch weiter über Wasser zu halten und nicht abzusaufen. Das fängt an mit so kleinen Sachen wie dieser, ihr seht das, das ist von einer Jaya 350, die Welle, die so ein bisschen aufgeplatzt ist. Die war nämlich in einer meiner Jayas aus der SPS-Anlage und die hat er lustig vor sich hin korrodiert und ich habe es nicht gemerkt, weil die Jaya nicht angeschlossen war. Ich habe ja vor ein paar Monaten, habe ich ja komplett umgestellt auf Ecotech Marine, auf die Vortex und die Jayas waren halt noch drin. Ich habe es vergessen oder ich war zu faul, die Dinger auszubauen und die korrodierten dann halt so vor sich hin. Und jetzt habe ich dann die Jayas ins Hauptbecken, hier in das Schaubecken reinbauen wollen. Habe es reingepackt, angeschlossen, tat sich nichts. Zumindest bei der einen. Und dann haben wir gesehen, scheiße, der Motor. Kann das Autofokus hier? Nee, Autofokus doch so ein bisschen. Also ihr seht, viel mehr korrodieren als das, was hier passiert ist, geht nicht. So, lustige Erscheinung zur gleichen Zeit ist das anscheinend bei einigen Leuten passiert. Nicht bei den Jayas, sondern auch bei anderen Magneten, aber eben diese Neodym-Magneten. Und was wir da beobachtet haben, ist, dass man das nicht zwingend in der ICP sieht. Ich hatte mit Claude drüber gesprochen, der hatte die Theorie, dass die Metalle dermaßen schnell mit Phosphor, also mit Phosphat, ausfallen, dass sie dann irgendwo im Becken sind, im schlimmsten Falle von den Korallen aufgenommen werden und irgendwo im Skelett angelagert werden. Und dass man das halt in der Analyse gar nicht sieht. Was jetzt das für einen Effekt hatte, war, ich hatte über längere Zeit ein relativ schlechtes Polypenbild. Korallen waren sehr empfindlich, waren sehr blass, waren sehr hell. Also so, die Farben haben halt einfach nicht gepoppt. Und wenn ich neue Ableger gemacht habe, sind auch relativ viele Ausfälle dabei gewesen. Es war noch nicht so schlimm, dass ich jetzt aktiv nach einer Ursache gesucht habe. Ich habe das immer noch auf die Nährstoffe und ich habe die Spurenelemente mal wieder ein bisschen schleifen lassen und sowas geschoben. Aber nicht eben auf so einen komplett korrodierten Magneten. Jetzt, wo ich das weiß und jetzt, wo wir den Magneten raus haben, ja, das ist geil. Korallen können auch wachsen, von ganz alleine. So, und jetzt habe ich dann mal einen größeren Wasserwechsel gemacht, habe Aktivkohle reingehangen und habe auch noch mal ein bisschen mehr auf die Mengenelemente sowieso, aber noch ein bisschen mehr auf die Nährstoffe geachtet und zack, läuft das Ganze wieder. Ja, also geil, steht wieder das Becken, also hier die Zuchtanlage, die 6 Meter Zuchtanlage, steht wieder, läuft wieder, Korallen wachsen, bin wieder dabei. Glück. Denkst du gerade alles tutti, kommst du in die Farm und siehst das. Ja, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Die komplette LPS-Anlage, die ist ja noch im Aufbau, weil das große Becken, was da dran hängt, leider immer noch nicht repariert worden ist. Aber angeblich 2. Januarwoche soll der Aquariumbauer kommen und es machen. Ich glaube es dann, wenn es fertig ist. Ansonsten freue ich mich diesem riesigen Glaskasten. Und wenn der Glaskasten nicht demnächst repariert wird, dann kommt er weg. Und dann kommt da noch ein Zuchtbecken hin. Weil das mit dem Zuchtbecken macht gerade irgendwie viel mehr Sinn. Gut, also die LPS-Anlage sieht scheiße aus. Entschuldigung, dieses Wort. Ja, es ist, man kann es nicht anders beschreiben. Ich bin hier morgens um 7:45 trotte ich hier so lang, düdelüdelü, gute Laune, freue mich auf meinen ersten Kaffee, gucke durchs Becken und denke, irgendwie sieht deine LPS-Anlage anders aus als sonst. Komm dann rein, ja, alles braun, alles kacke. Die ganzen Scheiben sind voll mit den Schnecken. Die Schnecken, die wollten die Flucht ergreifen. Dann habe ich gedacht, okay, was kann denn das sein? Ums Becken rumgelaufen, nach oben geguckt und da ist ein Loch in der Decke, da geht ein Rohr durch. Das ist ja ein Altbau, ein alter Industriebau, wo hier überall Rohre rauskommen, glaubt ihr nicht. Naja, auf jeden Fall da oben aus der Decke kam ein Rohr raus. Ich habe hier die alte Dampfmaschinenhalle, das heißt bei mir sind besonders viele Rohre. Und über mir haben sie die Etage gerade neu gemacht und so eine Zementnivellierungsmasse ausgegossen. Und die ist durch das Loch in der Decke straight into meine LPS-Anlage. Also die ganze LPS-Anlage hat schön tröpfchenweise das Zeug abgekriegt, ist auch mit ins Anemonenbecken reingepumpt worden, weil das ein Kreislauf ist. Ja, im Arsch, könnte man denken. Wir haben, also beziehungsweise ich habe Eike angerufen, ich habe gesagt, Eike, guck dir das an. Eike so,
alles stehen und liegen gelassen, seinem Chef gesagt, sorry, heute nicht mitarbeiten, und rübergekommen. Und der Baufirma Bescheid gesagt, die ist hier auch aus dem Gelände. Das heißt, mit denen sind wir auch recht gut. Was heißt recht gut? Mit denen sind wir super. Die Jungs haben ja auch, als ich da oben hier die SPS-Anlage da, die Lampe aufhängen wollte, die ist ja mit so einem Seilzug, haben die mir eben eine Hebebühne gestellt und sowas. Top, Christian, ne? Danke. Ein Gruß auch nochmal. Die haben mir dann ein paar Leute gestellt und dann haben wir da hier zu viert gesessen und jeden einzelnen Ableger aus dieser Anlage mit der Zahnbürste bearbeitet, um da diesen Zement runterzukloppen. Das waren 1000 Ableger übers Auge gepeilt, aber mindestens 300 Zoas, ja, und also irre. Irre, jeden Ableger. Wir haben, zum Glück habe ich hier große Wannen, auch schon für sowas, dass man, und ich habe mir diese Ablegerboards, die habe ich mir so fertigen lassen, dass die genau in diese Wannen reinpassen. Und dann haben wir einfach aus den anderen Anlagen Frischwasser abgezapft, beziehungsweise, nee, nicht frisches, sondern haben aus den anderen Anlagen Wasser abgezapft, die Boards da rein und haben dann die Korallen da drin geschrubbt, sodass die dann auch gar nicht mehr mit dem kontaminierten Wasser aus der Anlage da in Verbindung waren. Und das hat es dann auch gebracht. Ne? Die haben morgens um 7 Uhr haben die angefangen zu arbeiten. Viertel vor 8 habe ich die Suppe gesehen. Bis um 8 Uhr habe ich erstmal gebraucht, mich von dem Schock zu erholen und zu gucken, was das überhaupt ist. Ja, und um Viertel nach 8 hatten wir schon quasi alle Korallen aus der Anlage raus. Verluste gab es, aber ich habe kurz vorher für das Weihnachtsgeschäft einen Import mit geilen LPS gemacht, weil das ist eine LPS-Anlage, da waren Gonioporen drin, meine Bestandsgonioporen, Zuchtgonioporen, die in den Shop rein sollten, die ganzen Euphilias, die Holy Grail, die Tiger, Reverse Tiger Torches, Master Torch, der ganze Scheiß, alles da drin, ja. Ich dachte, mein Gott, das ist ja, Claude rangeholt, Claude meinte, wenn du Sachverständigen brauchst, ich bin da, so, und dann haben wir das mal überschlagen, wir haben so ein Pi mal Daumen, inklusive Arbeit und alles, haben wir diese immense Zahl von dieser kleinen Anlage dahin. Ja, 1000 Liter LPS-Anlage, sind wir auf einen Schaden zwischen 30.000 und 50.000 Euro gekommen. Muss man sich erstmal vorstellen. Ne? Dann haben wir die Korallen gewaschen, sauber gemacht, diesen Zement darunter und dann habe ich sie in die SPS-Anlage gestellt zum Zwischenhältern. Und dann kam relativ schnell die Erleichterung, die ganzen Torches, die ganzen Gonios, die haben wieder aufgemacht. Also man muss sich das vorstellen, wir haben die Gonios, die haben eine Zementschicht drauf gehabt und das war schnell härtender Zement. Als wir die da rausgeholt haben, dann haben wir den Zement nicht losgeputzt, sondern runtergebrochen und haben Negativabdrücke der Korallen im Zement gehabt. Und die Gonios haben das ohne eine Spur überstanden. Wir haben die Ableger von den Gonios, die ihr auch im Shop drin seht, ja, die haben wir aus dem Zement rausgebrochen, weil die da drin fest waren. Einmal geschleimt, wieder offen. Geil. Wirklich, wirklich geil und großes Glück. Claude hat dazu auch mal wieder gesagt, mehr Glück als Verstand. Trifft bei mir durchaus zu, weil mit Verstand ist nicht so viel, aber Glück anscheinend jede Menge. Kann Matthias auch bestätigen. Gruß an der Stelle. Ja, long story short, wir haben die meisten Korallen durchgebracht. Bei den Euphilien, bei den Gonios, bei den, hier, was haben wir da noch drin, Alveoporen und sowas. Keine Verluste, bei den Zoas doch einiges. Glücklicherweise, da waren auch unsere ganzen Zuchtstöcke drin. Ne? Wir kaufen ja öfter von überall, wenn wir Schönes sehen, kleine Stöpselchen zu und kleben die dann auf diese Frackplates da drauf und lassen die dann groß werden und fragmentieren die und haben dann darüber unseren Zoa-Bestand. Von den 50 Zuchtstöcken ist auch nichts kaputt gegangen. Also hier auf Holz klopfen, nichts kaputt. Aber wir haben ca. 50, 60 Zoa-Ableger verloren. Das waren glücklicherweise jetzt nicht die Creme de la Creme, sondern das waren hauptsächlich so Sunny Dees und so Mohawks und Atacaos und sowas in der Richtung. Aber auch da hat es uns nicht so geschwächt, dass es jetzt so schlimm gewesen wäre. Die Firma, die das Ganze verursacht hat, ist total unkompliziert und schnell eingesprungen. Wir haben geguckt, wie hoch ist der Schaden ungefähr. Dann haben wir noch 2 Wochen gewartet, ob jetzt bei den teuren Korallen auch noch irgendwas kaputt geht. Ist nicht passiert. Glück gehabt. Haben dann Pi mal Daumen den Schaden beziffert, hat schnell gehandelt, hat uns das rübergeschoben. Und daraufhin konnte ich noch einen Import machen. Deswegen stehen wir jetzt wieder sehr gut da. Und die Anlage läuft wieder. Ey. Aber ja, ne? Feucht die Stirn abwischen. Also, das war ein Akt. Und ja, ansonsten
das hat uns ganz schön beschäftigt die letzten Wochen. Also das war gerade in der Situation, wir haben gerade eine Stromnachzahlung gekriegt, beziehungsweise überhaupt die Stromrechnung, die kommt hier bei uns so in unregelmäßigen Abständen. Und jetzt war sie da und das hieß dann so, 5.000 Euro, bitte zahlen Sie jetzt. Einfach mal so feucht in den Nacken geklatscht. Ja. Aber hat alles geklappt, dank euch da draußen. Weil ihr seid uns echt treu geblieben hier. Wir schaffen gerade Korallen raus, wie nichts Gutes. Wir kriegen auch nach wie vor immer positives Feedback. Wenn es mal kein positives Feedback gibt, reden wir drüber. Aber ey, das haben wir noch nicht, als es jetzt in den Winter ging. Gut, wir haben jetzt letzten Wochen war es hier so kalt. Ne? Jetzt ist gerade wieder warm, aber als das so kalt war, haben wir gesagt, boah, unter minus 5 Grad. Und dann Korallen, die pro Stück 500 Euro kosten, da habe ich den Versand lieber mal ein paar Tage zurückgehalten. Aber jetzt haben wir gerade wieder rausgehauen und alles gut durchgekommen, keinerlei Verluste. Und das ist geil, ne? Mit unserem Verpackungssystem, für letztes Jahr ausgerechnet, unter 0,1% Verlust. Das ist... Ich freue mich einfach nur. Ich freue mich einfach, dass es läuft, auch wenn es jetzt gerade sehr anstrengend ist, weil wir uns ganz schön reinknien müssen, weil die laufenden Kosten so hoch gegangen sind. Aber der Kopf ist über Wasser. Wir schlüren weiter mit dem Arsch auf Grundeis, aber kriegen langsam so ein bisschen Luft zwischen den Boden und den Hintern und das ist sehr angenehm. Also in diesem Sinne. Achso, einen habe ich noch. Ich hatte letztes Mal angedeutet, dass es ein Video geben wird, Straton und Radeon. Ich sag absichtlich nicht Versus, weil es ist kein Versus-Video. Es geht nicht darum, welche ist besser, welche ist schlechter. Es sind einfach komplett unterschiedliche Lampen und ich will auf die Unterschiede bei den Lampen eingehen, damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, welche Lampe für euch vielleicht besser passt. Das Video, da ist viel Arbeit reingegangen. Ich habe es inzwischen schon dreimal gedreht. Die ersten beiden Male, das erste Mal habe ich sozusagen geübt, um vergessen die Kamera anzumachen. Das zweite Mal war dann alles im Kasten, aber es war viel mehr im Kasten drin, als ich mir gewünscht hätte, weswegen dann der Rohschnitt fast eine Stunde gedauert hat. Das wollt ihr euch nicht angucken. Und die dritte Version war dann frei weg von der Leber, weil inzwischen habe ich diese ganzen Themen dermaßen hier drin, dass ich da kein Skript mehr gebraucht habe. Das ist dann 20 Minuten lang geworden. Ist auch gut soweit, habe ich dann aber an die Hersteller geschickt, weil ich arbeite ja mit allen zusammen. Ich will niemanden in die Pfanne hauen, ich will niemanden verarschen, ich will weder meine Kunden, weder meine Lieferanten irgendwie schlecht behandeln. Und deswegen habe ich das an Coral Sands, stellvertretend für Ecotech Marine. Coral Sands macht den Vertrieb in Deutschland. Und deswegen habe ich das auch an ATI geschickt. Und ATI war nicht so hundertprozentig happy mit dem Video, aber mehr happy als schlecht gelaunt, weswegen ich da eine Freigabe gekriegt habe. Coral Sands hat sich ein bisschen benachteiligt gefühlt. Im Nachhinein, ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Wie gesagt, das Video ist so aus meiner persönlichen Erfahrung mit den Lampen heraus. So, und da muss ich nochmal nachbessern. Also schlussendlich haben sie mir doch für den Schnitt, den ich jetzt habe, eine Freigabe erteilt. Sagen, sie würden sich aber freuen, wenn ich nochmal auf ein paar Aspekte nochmal anders beleuchten würde, nochmal ein paar Informationen nachreichen würde. Und das mache ich, das muss ich aber noch drehen. Und deswegen gibt es jetzt erstmal dieses Video und dann in aller Ruhe gehe ich nochmal das Lampenvideo an und dann ist das hoffentlich bis Weihnachten, also nee, Weihnachten schaffe ich nicht, aber die Woche nach Weihnachten ist das dann auch draußen. Und jetzt erstmal vielen Dank für eure Unterstützung und ja, ihr macht so weiter, ich mach so weiter, dann schaffen wir das alles bis zu besseren Zeiten. Also danke, tschüss.